Ich habe in meinem Community-Tab gefragt, ob ich ein Video zu meiner Parfümsammlung machen soll. Und meine Community war noch nie so zwiegespalten, muss ich sagen. Das war echt witzig. Also erst war so, die ersten 10 haben so gemeint, nein, interessiert uns nicht. Oder waren es vielleicht weniger, ist ja egal. Auf jeden Fall dachte ich mir dann schon, okay, ist kein Problem. Ne, also da ist dann nicht so das Interesse da. Aber dann änderte sich das Ganze extrem und jetzt habe ich so fast so 50-50. Also die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, euch nicht alles zu zeigen. Denn diese La Riche-Düfte sehen eigentlich im Endeffekt alle gleich aus. Ne? Also es geht eigentlich mehr oder weniger nur um den Inhalt. Also habe ich mich entschieden, bei den La Riche-Düften nur 2 auszuwählen. Also ich arbeite halt auch ein bisschen mehr mit Einblendungen dann auch, was die ganze Sache vielleicht ein bisschen interessanter macht. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, fange ich mit dem an, was ich nicht so empfehle, wo ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe? Ich denke ja. Ich habe die beiden Parfums jetzt schon ein bisschen länger. Ich möchte da auch gar nicht direkt so eine Werbung machen, denn das ist recht günstig. Man bekommt 100 ml und die Flasche von den Divine Parfums hat sich auch geändert. Das steht ja jetzt ja auch in der Einblendung. Ne? Also Gott sei Dank hat sie sich geändert, weil das war nicht so schön. Aber man muss sich auch bei diesen ganzen Duftzwillingen im Klaren sein, die sparen halt am Outfit der Flasche und stecken das, was sie da sparen, in den Inhalt. Die 97 und die 151 sind Bossdüfte. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Und wenn ich von größeren Marken spreche, dann sind das natürlich Zwillinge. Die sind so ähnlich. Die dürfen nicht das Gleiche machen. Die können auch nicht das Gleiche machen, weil sie von den Rohstoffen einfach anders vorgehen, günstigere Rohstoffe haben eben. Und das hier war, glaube ich, ein spanisches Unternehmen. Was ich an dem Unternehmen ganz cool fand, muss ich sagen, du hast ein Päckchen gekriegt, das war zugeschweißt. Obendrauf hast du 2 Proben gehabt von diesen Düften. Und eine Beschreibung, die besagt hat, bitte nicht das Original aufmachen, nicht die Lasche aufreißen, sondern erstmal die beiden Düfte als Probe testen. Wenn das gar nicht passt, das Päckchen zurückschicken. Und das fand ich super, das fand ich richtig gut. Ich habe einige Proben auch bei Divine gekriegt, was mich aber im Endeffekt gestört hat. Die Proben sind mir kaputt gegangen, kann immer mal passieren, aber daran merkt man halt schon, dass die Qualität nicht so geil ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Parfums ist, ob sich da auch irgendwie eine Entwicklung eingestellt hat. Oftmals ist es so, hat das auch mit den Komponenten so ein bisschen zu tun, ne? Wie lange ein Parfum hält und was es macht. Bei dem hier vermisse ich Kopf-Herz-Basisnote. Man hat halt den Duft gleich und der Duft macht bei dir nichts mehr. Er verfliegt halt unwahrscheinlich schnell. Ich habe bei der 151, das versuche ich gerade leer zu machen, habe ich auch so das Ding, dass ich da ohne Ende aussprühen kann. Klar, irgendwann habe ich schon auch zu viel, aber es hält halt nicht. Ne? Und du selber oder ich riech's schon gar nicht mehr. Klar, ich habe mich auch dran gewöhnt, ganz klar. Aber das war von Anfang an so. Jetzt weiß ich halt wirklich, wie gesagt, nicht, ob das mit den anderen Düften auch so ist. Wenn du jemand bist, der Erfahrungen mit Divine gemacht hat und so gänzlich andere Erfahrungen wie ich gemacht habe, schreib das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Würde mich nämlich interessieren, denn ich würde dem Unternehmen gerne nochmal irgendwie eine Chance geben, aber erst wenn die 2 leer sind. Die andere Flasche, die ist noch doppelt so voll. Aber hier habe ich schon einiges rausgekriegt. Ich mag beide Düfte echt gerne. Also an den Düften hapert es nicht. Also die Düfte riechen tatsächlich so ähnlich wie die Boss-Düfte, die ich damals hatte. Ich glaube, da ist Hugo Woman dabei und Boss Orange. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Was ich bei Divine auch ganz toll finde, ist, dass sie eben mit diesem Duftzwillingsding arbeiten. Da sind sicher jetzt inzwischen Düfte noch dazugekommen, aber man kann sich eben da Nummern raussuchen. Und das ist gut. Ne? Also wenn man so einen teuren Bruder sozusagen hat und da halt eben einen Duftzwilling haben möchte,
dann kann man sich das raussuchen. Allerdings, wie gesagt, mit diesen beiden Boss-Düften hatte ich jetzt nicht so eine gute Erfahrung. Und für mich ist auch so ein bisschen prägend, dass die Proben, die ich von da bekommen habe, kaputt gegangen sind. Wo wir jetzt schon bei Düften sind, die alle gleich aussehen, der Rest steht da hinten, wie schon erwähnt, habe ich euch jetzt mal die zwei rausgesucht, mit denen ich gerade viel zu tun habe. Also die gefallen mir gerade sehr gut. Und was ich super interessant finde, ist, dass ich eben mein Geschmack im Laufe des Jahres auch echt ändert. Ne? Also ich habe da mir Düfte rausgesucht, ich habe einen Teil auch schon meiner Mama geschenkt, wo ich mich jetzt gerade frage, warum mochte ich das? Und die zwei sind lustigerweise Dupes zu Lancôme. Ich habe das schon mal rausgefunden bei was anderem, ich glaube das war auch ein Larive-Duft, oder war das hier? Glaube ich auch hier und das war noch mal einer, ein Lancôme-Duft, der mir echt gut gefallen hat. Und das soll Lancôme Idle sein, die 179, finde ich richtig gut. Ne? Also so ein richtig frischer Duft, der blumig daherkommt, der nicht ganz so pudrig ist. Der halt auch für den Tag echt gut ist. Er geht so ein bisschen aber in die süßliche Richtung, finde ich. Besser finde ich, das ist ein alter Klassiker, Lancôme La Vie et Belle, das ist die 22. Und das feiere ich gerade so heftig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich würde das am liebsten jeden Tag tragen, aber ihr wisst, wie das mit Parfums ist, die man jeden Tag trägt. Die riecht man irgendwann nicht mehr, also die trägt man dann nur noch für die anderen auf. Ich habe gesehen, es gibt so einen Rabatt auf der Seite von Larise. Verwendet den mal. Mit dem Rabatt kostet es 19,95. Ihr müsst auf der Seite gucken, ist irgendwo angeschrieben. Ich weiß nicht, warum sie das so handhaben, keine Ahnung. Ich glaube, das Unternehmen ist in Österreich. Was ich an den Larise-Düften besser finde als an den Divine-Düften und an allen anderen, das sind so meine Go-To-Düfte, die kann ich halt echt krass empfehlen. Ich sehe gerade, das sind so verschiedene Goldtöne. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen kupfrig und das ist so ein bisschen goldener. Was ich an diesen Larise-Düften empfehlen kann, die arbeiten. Die kennen Kopf, Herz und Basisnote. Ne? Also die bleiben wirklich auf der Haut, das verduftet nicht im Nu, die haben so eine Top-Qualität und ja, die Flaschen sehen langweilig aus, deswegen gehe ich jetzt auch nicht her und zeige euch meine restlichen vier, die da hinten stehen, die sehen nämlich alle gleich aus. Die unterscheiden sich immer so ein bisschen auch an der Farbe. Ich habe mal ein Video über die Proben gemacht. Also ich bin hergegangen, meine erste Bestellung bei Larise war eine Probenbestellung. Die sind übrigens alle immer noch in Ordnung. Das zeigt auch schon, dass die Qualität besser ist. Habe eine Probenbestellung gemacht und habe so die Düfte eben kennengelernt, weil blind was kaufen tue ich mir halt echt schwer. Es gibt bei Larise aber so einen Service, dass wenn du irgendwie ein bestimmtes suchst, jetzt Hugo Boss, Woman oder was auch immer, dann kannst du dich mit einem Mitarbeiter da austauschen, was auch richtig gut ist. Ne? Also ich bin den Weg über die Proben gegangen. Man bekommt auch zwei oder drei Proben immer dazu. Ich glaube, das sind zwei gewesen. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich mir noch mehr holen würde. Denn für mich ist es auch so ein bisschen das... brauch erstmal was auf, bevor du was nachkaufst. Ne? Aber so die 22 und die 179 könnten, ich drücke mich jetzt absichtlich so vage aus, dürfte sein, die ich mir nachkaufen könnte. Aber wie ich schon zu Anfang gesagt habe, mein Dufterlebnis ändert sich im Laufe des Jahres immer so ein bisschen. Es kann sein, dass ich in einem halben Jahr andere Düfte viel lieber mag als die jetzt. Deswegen bin ich vorsichtig mit so Aussagen. Im Moment bin ich aber ein Fan von der 179 und von der 22. Kommen wir zu Larive. Und von Larive hatte ich schon einiges.
Mal gucken, wenn ich die Videos alle noch finde, dann werde ich die euch mal unters i legen. Da hatte ich Cash schon, es war ein Pacuraban Duft. Was hatte ich noch? Die Namen sind wie Schall und Rauch. Ich gucke einfach, was ich so vorgestellt habe und zeige euch das dann in Form von einer Verlinkung. Das hier ist ein kleines Parfüm und die sind ein bisschen teurer, die kleineren, als die großen. Finde ich aber persönlich besser, denn so hat man eine kleine Variation und die kleinen braucht man halt besser auf. Und wieso ich alles in einem Karton aufbehalte, ist halt, Düfte können schlecht werden, wenn ihr die am Licht aufbewahrt. Also immer den Karton aufbewahren und besonders wenn ihr zu Düften greift, die eben nicht so preislich hochwertig sind, dann kann es auch passieren. Ne? Also weil es müsste ja einen Unterschied geben. Warum ist das im Laden? Klar, dann zahlt man den Namen mit, aber man zahlt eben auch die Inhaltsstoffe mit und die sind bei solchen Parfums natürlich nicht so hochwertig. Ne? Das hat, glaube ich, 4 € gekostet. Da kann man sich schon denken, wie teuer der Inhalt war. Und das hier soll, und das finde ich halt richtig gut, dass es so klein ist, das soll Armani Sea sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Armani gut finde. Das erinnert mich sehr stark an frisch gewaschen. Frisch geduscht mit Seife. An das erinnert mich Larif in Woman. Und ja, diese rosanen Packungen sind immer so ein bisschen hässlich. Die werden mit der Zeit immer so ein bisschen schmutzig, finde ich, oder? Egal, merkt euch das, wenn ihr ein paar Parfums aufbewahrt, hebt den Karton auf. Ihr tut euch wirklich einen Gefallen. So, Larif Cute soll Chloe sein. Und das war für mich der erste Duft, der mich, was Larif betrifft, hat ein bisschen überzeugt hat, weil davor habe ich Düfte gehabt, die ich im Laden dann auch ausprobiert habe und die einfach scheiße gerochen haben. So die Kopfnote ist ja das, was du als allererstes riechst. Und das ist ganz oft bei Larif so, dass du in der Kopfnote Alkohol riechst. Und ich finde, das sollte halt auch nicht so sein. Und mir ging es ganz oft schon so, dass ich irgendwie nach Hause gekommen bin und nochmal mir gerochen habe und mir gedacht habe, so, also riecht ja doch gut. So, und das hat das hier aber nicht. Ne? Also, das kommt in einem qualitativ guten Parfüm um nichts hinterher. Es hält auch, es arbeitet aber jetzt nicht so wie so ein teures Parfüm mit Kopf, Herz und Basisnote, finde ich. Sondern nur der Duft hält und das ist das, was du so im ersten Moment riechst. Das hält auch so im letzten Moment. Ich finde es halt echt spannend an Parfums, wenn die irgendwie mit deiner Haut so ein bisschen arbeiten, Schweiß, Hormone und so weiter. Und jeder riecht dann auch so ein bisschen anders. Das finde ich halt persönlich interessant an Parfums. Das habe ich aber hier bei den Larif-Düften nicht so. Neu in die Runde gekommen ist Larif Glow. Das hat man schon oft in meinen Reels gesehen, die ich leider nicht auf YouTube hochladen kann, weil die zu lange sind. Ich bin da ja auf TikTok inzwischen auch und da habe ich das schon ein paar Mal drauf gehabt. Ich habe die Frage geäußert, welcher Duft es ist. ChatGPT kann man ja über neue Produkte ausfragen, finde ich ganz interessant. Alles, was nach 21 oder vor 21 war, weiß ChatGPT nicht. Aber das, was danach war, weiß alles ChatGPT. Und Larif Glow soll das Glow sein von Jennifer Lopez. Jetzt hatte ich das Original und ich fand das Original richtig scheiße damals. Ich habe das zu Weihnachten gekriegt von meiner Mutter und ich habe mir echt schwer getan mit diesem Glow von Jennifer Lopez. Von dem her stelle ich das so ein bisschen in Frage, was ChatGPT da sagt. Es ist ein super schöner Alltagsduft. Man sieht es auch so ein bisschen in der Auswertung, was ich euch jetzt eingeblendet habe, dass ein Großteil der Leute, die da abgestimmt haben, eben sagen, man kann es gut in der Freizeit tragen, gut nach dem Sport und so, weil es ist halt so ein frischer, toller und heller Duft. Und den habe ich tatsächlich blind gekauft, weil bei diesen Larif-Düften, so teuer sind die ja nicht. Die großen kosten inzwischen im Schnitt 9 € nicht mehr.
6 Euro, die haben eine Zeit lang schon im Schnitt 6 gekostet, also da ist schon ein bisschen preislich was passiert, aber ist okay, ne? Also man muss sich ja nicht ohne Ende irgendwie Düfte kaufen, weil die gehen ja auch kaputt. Und wenn ich hier schon wieder sehe, 36 Monate, also dieses hier ist schon ein bisschen länger auf, ne? Aber es ist halt auch schon halb leer. Deswegen würde ich immer zu so kleineren tendieren, aber die kleinen, da gibt es nicht alle Sorten. Und man muss nicht immer so eine 100 Milliliter Bottle haben. Viel ist nicht immer gut, ist so mein Motto. Wie sieht eure Parfümsammlung aus? Schreibt mir das gerne unten mal in die Kommentare. Wie schon erwähnt, da stehen noch 4, aber die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Wie sieht es bei euch aus? Wie gesagt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.